that you're in love with me. Herzlich willkommen zum Unclimb-Tutorial, wie funktioniert die gewaltfreie Zähmung in Ark. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr eure Kreaturen oder Dinos zähmen könnt, ohne dass ihr sie zuerst bewusstlos schlagen müsst. Im Moment ist das nur möglich mit den Ichthyosauren, das soll aber später im Spiel auch mit anderen Kreaturen möglich sein, beispielsweise Piranhas oder den meisten Pflanzenfressern. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst euch so ein Tierchen suchen und im Inventar auf der letzten Leiste, also auf der 0, das jeweilige Futter haben. Ihr könnt dafür eigentlich sämtliche Tierfutterarten benutzen, also rohes oder gekochtes Fleisch. Oder wie ich jetzt hier diese Kibbles, das ist Tierfutter, das ihr aus Eiern machen könnt. Ich möchte das mal ausprobieren, deswegen werde ich jetzt damit arbeiten. Wenn ihr die Nahrung, die ihr benutzen wollt, auf dem entsprechenden Slot habt, könnt ihr im Wasser nach einem Ichthyosaurus suchen gehen. Die sind meistens in der Nähe des Strandes unterwegs und wie ihr seht, das sind neugierige Tiere. Also der sieht mich jetzt und kommt zu mir. Ich schnapp mir jetzt einen Ort, wo ich einigermaßen safe stehen kann. Und wenn ich jetzt hier hingehe, erscheint die Meldung, ich kann ihn füttern mit E. Das tue ich dann. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass ihr in dessen Nähe bleibt, weil die Zähmung nimmt dann ab, umso weiter weg er schwimmt. Also müsst ihr jetzt eigentlich nur gucken, dass ihr in der Nähe bleibt. Und sobald der Hunger hat, könnt ihr ihn wieder füttern. Und ihr seht jetzt, wie der Zähmungsbalken langsam hochgeht. Das wiederholt ihr dann so häufig, bis der Balken halt voll ist und ihr den Ichthyo gezähmt habt. Was hier wichtig ist, sucht euch eine Position an Land, weil sobald ihr weiter ans Ufer rausgeht, geht die Zähmung wieder runter. Also ihr müsst einen Ort haben, wo ihr zeitlang im Wasser stehen könnt. So, wie ihr seht, ich habe jetzt gut eine Viertelstunde mit meinem wilden Ichthyo verbracht. Und wenn er dann zu mir kommt, kann ich ihn nochmal füttern. So. Und wie ihr seht, haben diese Kimbles sind sehr effizient. Also ich habe jetzt 10 Stück oder 9 Stück gebraucht, um Level 75 Ichthyosaurus zu zähmen. Mit einer Zähmungseffizienz von 95%. Also wenn ihr die Eier verkochen könnt, dann empfehle ich euch das, weil das Zähmen ist sehr, sehr einfach damit nachher. Was ihr jetzt auch seht, ist, der Balken geht immer ein bisschen runter. Also das heißt, ihr müsst regelmäßig füttern, weil wenn ich jetzt weggehen würde, würde die Zähmung wieder komplett auf Null sinken. Und so funktioniert die gewaltfreie Zähmung. Das war mein kleines Tutorial, wie ihr gewaltfrei Tiere zähmen könnt. Im Moment nur möglich mit Ichthyosauren, bald aber auch mit anderen, wie beispielsweise Piranhas oder so. Das wird auch interessant. Wenn euch das geholfen hat, dann lasst doch einen Kommentar stehen und bis zum nächsten Mal.